Beste Grüße hier von der letzten Plenarwoche des Europaparlaments in Straßburg vor der Sommerpause. Egal von wo Sie zuschauen, aus Koblenz, aus München, aus Hamburg, aus Oschersleben, Halle oder Magdeburg. Ich blicke zurück auf eine sehr ereignisreiche Woche. Am Montag gab es eine sehr gute Debatte zu meinem Initiativbericht zur EU-Klimadiplomatie hier im Plenum. Am Dienstag folgte dann die Abstimmung und ich freue mich sehr, dass der Bericht mit einer breiten, fraktionsübergreifenden Mehrheit angenommen wurde. Wir fordern in diesem Bericht eine kohärentere Strategie für EU-Klimadiplomatie, also ein sogenanntes Mainstreaming in alle Politikbereiche, insbesondere in Entwicklungs-, Handels-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sowie die personelle und finanzielle Stärkung des Europäischen Dienstes, also unserer Diplomaten, die für Europa international unterwegs sind, das Thema Klima stärker zu verankern. Ebenfalls am Dienstag wurde das Verhandlungsergebnis zwischen Europaparlament und Mitgliedstaaten zum europäischen Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich abgestimmt. In diesem Ergebnis haben wir leider keine der vom Parlament geforderten Punkte hineinbekommen und insbesondere dürfen laut dem Beschluss alle Waffenkategorien mit europäischem Geld gefördert werden, einschließlich autonomer Waffen und Kleinfeuerwaffen, was aus meiner Perspektive nicht gerechtfertigt ist. Das Parlament hat weiterhin keine Mitbestimmung, es gibt auch keinen Konsens darüber, wie wir das international europäisch organisieren, wenn europäisch finanzierte Rüstungsgüter nun exportiert werden. Wir brauchen also ein europäisches Rüstungsexportregime und eine Institution dafür. Außerdem fehlt eine außen- und sicherheitspolitische strategische Grundlage für das Programm. Statt Rüstungsindustrie der Geschenke zu machen, sollten wir an einer echten europäischen Verteidigungsstrategie arbeiten. Das fehlt. Außerdem hat uns der Streit zwischen CDU und CSU auch hier beschäftigt, die Migrationspolitik. Die muss natürlich nicht zwischen Bayern und Österreich geklärt werden, sondern wir brauchen eine europäische Lösung für Migration und Fluchtbewegung nach Europa. Und das muss europäisch gelöst werden. Das heißt, Seehofer, unser noch Innenminister, der muss das europäisch mit seinen Kollegen setzen. Wir brauchen eine neue Dublin-Verordnung und keine deutsch-österreichischen oder bayerisch-österreichischen Grenzsituationen. Deutschland hat mehrere Grenzen zu anderen europäischen Ländern. Das ist zu kurz gesprungen und ich hoffe, dass wir das auch dementsprechend politisch klar machen. Beste Grüße aus dem Europaparlament hier aus Straßburg. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wenn Sie in Sachsen-Anhalt im August dabei sind, schauen Sie auf meine Webseite. Ich bin vom 6. bis zum 26. August komplett in Sachsen-Anhalt unterwegs, in jedem Landkreis. Und Sie finden auf meiner Webseite, wann ich wo bei Ihnen sein kann. Kommen Sie ins Gespräch, bringen Sie sich ein, schreiben Sie mir eine E-Mail und engagieren Sie sich auch politisch in einer proeuropäischen Partei. Wir brauchen jetzt vor dem Hintergrund des zunehmenden Populismus Menschen, die für Demokratie eintreten, für Rechtsstaatlichkeit, für Pressefreiheit und die den Populisten auch bei uns im eigenen Land klar Kante geben. Wir brauchen europäische Lösungen, dafür steht die SPD. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und freue mich dann ab September erneut hier zu berichten, was im Europaparlament beschlossen und besprochen wurde. Tschüss.